Guten Tag. Guten Tag. Ich bin auch hier. Ich muss euch mal was erzählen. Also, die bunte Oma. Die bunte Oma ist ständig und andauernd auf der Suche außerhalb dieses Fahrzeugs nach Geld. Die Oma braucht immer Geld. Und wenn die draußen irgendwo Geld sieht, wartet mal, was ist ein schöner Vergleich? Also, wisst ihr, was ein Mäusebussard ist? Wenn der von da oben eine Maus sieht, dann fällt er wie so ein Stein vom Himmel und zack, ist die Maus weg. Das ist die bunte Oma, wenn sie draußen Geld sieht. Zack, hat sie es. Hat ja auch schon einen eingebracht. Deswegen nenne ich sie ja auch immer von der Weise mein Trüffelschwein. Ja, was habe ich als größtes gefunden bis jetzt? $100. Ja, echte 100 echte Dollar. $100. Gestern hat sie mir freundlicherweise, als ich rückwärts gefahren bin, wollte sie rausgehen und schauen, ob ich denn noch ein wenig Platz stopp, habe. Halt an, stopp, halt an. Und dann hat sie plötzlich geschrien, halt an. Ich denke, ups, jetzt fährst du irgendwo gegen. Reißt die Tür auf und dann ist sie wie der besagte Mäusebussard aus dem Auto gefallen, raus auf die Straße und hat Geld gefunden. Ja. Geld. $20. Leider hat sie nicht gesehen, dass es sich hier um Spielgeld handelt. Um Schulgeld. Um Schulgeld. Da steht also Schulmoney drauf. Und hier hinten steht drauf, The United States of America. Also wie dem auch sei. Er sieht verblüffend ähnlich aus, ne? Also so ziemlich echt fast. Ja, irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, jetzt gehen wir ja zum Walmart, da versuche ich doch einfach mal damit zu bezahlen und guck mal, was passiert. Wollt ihr mitkommen? Du bist wohl verrückt. Warum? Nein. Wohl, mach ich das. So was machen wir nicht. Doch, das mache ich jetzt. Kommst du mit die Kamera? Sein. Ich nehme die Kamera nicht. Warum nicht? Nee. Du sollst bloß kicken, was passiert, wenn ich das mache. Nein. Na komm, jetzt habt ihr mal nicht so. Nein. Los, jetzt gehen wir nein, rein. Ich mach das nicht. Komm. So, da sind wir wieder. Mit echtem Geld. War ganz einfach. Man muss das hingeben, kriegt man anders wieder. Aber da du es hier hättest, muss ich dir das abliefern. Bei dem Mäusebusser. Fehlt noch einer. Na, Omi, wie war das? Ja, prima. Lass an! Weil die Omi ganz schön bekloppt ist, denkt die, ich hab das wirklich gemacht. Oh Mann, ey. Die Omi hat ganz schön viel Angst gehabt und hat gesagt, du hast das Geld ja gehabt. Jetzt komm raus mit der Sprache. Gib mal her. Der hat das Ding hier immer noch. Seht ihr das? Ey, wieso ist denn das hier? Ich lache nicht schlapp. Frank? Ja. Jetzt ist es klar und deutlich. Das ist das Falschgeld. Das ist das Schulgeld. Das würde auf dem ersten Anhieb keiner sehen. Geld her. Der hat schon wieder heimliche Kohle. Und wisst ihr, was eben passiert ist? Jetzt muss ich das doch mal erzählen. Jetzt dachte ich wirklich, der nimmt dieses Spielgeld und bezahlt die... Alter, ich hab so einen Hals gehabt. Das hat hier Tok Tok gemacht. Und wir kommen an das Tor, wollen raus, da macht das Ding-Dong. Und die Olle kommt und will meine Rechnung sehen. Ich sage, ich habe alles bezahlt. Ich habe Getränke genommen und Tabletten. Und da sagt sie, stimmt, okay. Have a nice day. Und ich gehe raus. Und dann haben sie die vor uns noch waren, wieder zurückgeholt. Dann war bei dem was nicht in Ordnung. Sag mal, wie kommst du auf sowas? Alter, jetzt hat er mich voll verarscht. Ich habe voll Halspuckern gekriegt. Mein Herz hat geschlagen bis zum Hals. Jetzt gib die Kohle her. Nee, ich muss noch öfter damit bezahlen. Das heißt, du hast Kohle. Frank, das gibt's doch gar nicht. Alter, jetzt hast du mich echt voll in Verlegenheit gebracht. Du spinnst wohl. Also, wo ist das Geld? Der Mäusebussard muss nachher ein bisschen durch die Gegend fliegen und ein bisschen... Wo ist das Geld? Du hast heimliches Geld. Weißt du, was das Beste an der Hände ist? Kick mal da, jetzt greift deine Hosentasche. Ich hab dich ja getestet, ne? Wieso? Als du auf Klo warst, vorhin habe ich den Schein schon mal ausgetauscht gegen einen Richter. Die ganze Zeit lag hier der Richter, 20 Dollar Schein, du hast das nicht gemerkt. Ich hatte den noch vorhin noch in der Hand, das habe ich hier auf der Kamera. Ja.
Aber nicht nach dem Klo. Das gucke ich mir gleich an. Wie viel hast du denn hier? Das hat mir gut gefallen. Alter, habt ihr das jetzt mitgekriegt, was der jetzt mit mir hier abgezogen hat? Das ist ja wohl eine Frechheit, oder? Oh, wisst ihr was? Ich bin völlig... Oh Gott, Alter. Und der macht's auch wirklich noch Ding-Dong. Da hast du auch nicht mitgerechnet, oder? Ich habe das Ding nochmal, ich habe keine Geschichte wissen. Nee, ich habe ja auch meinen Zettel dahin gezeigt. Ich dachte, was will sie denn jetzt? Mann, hab ich mich jetzt erschrocken. Wie kannst du sowas machen? Naja, sag mal, wie kann man denn sowas machen? Ob du eigentlich machst? Der Gedanke alleine. Ich habe jetzt echt gedacht, oh Gott. Alter Schwede, der hat jetzt mich völlig... Oh mein Gott. Okay. Das war jetzt ein Schreck auf die Abendstunde, will ich euch mal sagen. Meine Güte, nee. Das war's für mich für heute. Ich bin jetzt völlig am Ende. Wollt ihr ein bisschen Schnee sehen? So, da könnt ihr ein bisschen Schnee sehen. Das ist nur ein bisschen Schnee. Nur ein paar Berge. Oh Frank, du bist blöd. Stimmt's, Leute? Der ist richtig blöd. Schade, dass du die Kamera nicht mit da drin hattest, als ich damit bezahlt habe. Der konnte ich gar nicht, so habe ich gezittert. Und jetzt weiß ich auch, warum du dich so vor mich hingestellt hast, dass ich nicht sehen konnte. Boah, ey, der macht nur Mist mit mir. Oh, der hat's wohl eilig, hä? Okay, das war's. Oh Gott. Tschüss. Sag tschüss zu die Leute. Bye bye, bis zum nächsten Mal. Oh. Schade, dass ihr das nicht sehen konntet, die Oma. Alter. So. Hallöchen. Ich muss euch jetzt mal zeigen, wo wir jetzt hier hinfahren. Hier waren ja schon einige Leute, wir noch nicht, für uns Premiere. Und zwar in irgendeinem Untergrund. Ich melde mich gleich, wir müssen jetzt hier in Untergrund. Damit haben wir nur nicht gerechnet, wir müssen jetzt unter die Erde. Mitsamt dem Truck. Ich melde mich gleich, okay? Überhaupt. Du auch noch? So, sind die hier alle noch ganz dicht? Ich glaube nicht. Wenn ihr einen Truck rangiert, die müssen doch mal anhalten. Da kommen sie sogar mit Wohnmobilen hier, mit Campinganhänger raus aus den Löchern. Öfter mal was Neues, Leute. Guck mal, hier ist überall kein Schnee. Ja, rückwärts reingefahren. Ei, ei, ei.
Turn lights on. No idling while you park it. 10 mph. Now then. Alter Schwede. Nummer 22. 22. Ja, und irgendwas von Office hat er auch gesagt. Ja, Suite 400. Alter, was sind das hier alles hier für... Hier noch andocken. Guck mal. Eieieiei. Ja, Alter, wer hat sich denn sowas einfallen lassen? Ich meine, gut, da sind da oben die Platz weg, aber... Und das sind dann hier alles so eine Katakomben hier und da sind dann richtige... Ja, ist eine Mine. Da haben wir aber von hier draußen nichts. Ich muss euch hier trotzdem wieder hinstellen, auch wenn es ein bisschen wackelt, das Bild. Alter Schwede. Slow. 22. Humbert mit Teller und 22. Oder? Alter, ist das eng da oben. In die Höhe. Oh. Exit. Hier ist auch noch Gegenverkehr, ja? So. Ja, da vorne kommt einer. Office 750. Wow. Das ist ja auch nicht schlecht. Öfter mal was Neues. Für andere, die hier schon drin waren, die werden jetzt sagen, ach, da ist der. Da ist der, das ist ja nicht schlimm, das muss man doch kennen. Ja, das muss man aber nur kennen, wenn man schon mal hier war. Und von 22. Sicher? Ja. Ja. Aber ich würde zumindest fragen. Agrikultural ist es. Ja. Das da hinten auch ein Waisending. 22. Meint er Tor 22? Nein, hier, diese Schilder. 22. Und ganz weg auf der linken Seite, da ist ein Office. Aha. Alter Schwede. Shut off your engine. Ja, wenn du dann hier stehst, sollst du den ausmachen. Beim Fahren kann man den ja schlecht ausmachen. Boah, das war wieder Logik. Oh, hier ist schon Tor 18, siehst du? Was weiß ich für ein Tor? Da steht schon wieder irgendwas von Office, aber nichts. Der geht jetzt da rein. Da, 400 Office. So wie er gesagt hat. Ja, so wie er gesagt hat. Gut. 20. Na denn? Soll ich mitkommen? Mal gucken, ob die da... Warte. Da hinter uns kommt irgendwas. Da sind das Lampen. So, wo bleibt der jetzt? Ich komme jetzt hier vorbei. Ich komme jetzt da drin. Akku blinkt. Gibt's doch gar nicht. Moment. Thank you.
So, ich glaube nach gefühlten, weiß ich nicht, 20 Mal vor und zurück, vor und zurück. Und, wie sieht's aus? Ja. Kriegen wir hin? Das da ist der Knackpunkt. Das hier? Ja, das dachte ich mir schon. Warte. Ja, fahr. Kommst schon dran vorbei. Kannst schon einschlagen. Ich hab voll einschlagen. Ja, kannst. Hier ist alles gut. Hier bist du vorbei. Gut, das hilft mir noch nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Geh mal raus, bitte. Ich muss mir sagen, wie weit ich mal nach vorne fahren kann. Sehr gut. Okay, ich geh mal raus. Oh. Seite. Ja, ich weiß, dass ich noch ein Stück kann, bis ich an dem Pfeiler bin. Und dann? Kannst du noch. Okay. Kann ich nicht, da ist die Wand.
Zeit sind wir stark. Und jetzt sind wir drin in dem Loch. Mann, das war aber Millimeterarbeit. Da hinten sind die Löcher. Und da sind wir gekommen. Und jetzt stehen wir da drin. Alter Schwede. Das war echt nicht schlecht. Mama mia. Was machen die Leute? Jetzt mal ehrlich, die allein hier sind. Gerade kein Mensch kommt freiwillig auf die Idee, mit so einem Auto hier reinzufahren. Ich sage doch gerade. Ein bisschen sehr groß hier für diese Dinger hier. Alter Schwede. Da hast du ja noch Glück, dass ich jetzt dabei war. Oder? Ja. Mama mia, aber das war jetzt wirklich Millimeterarbeit, ey. Jetzt haben wir es geschafft. Alter, das ist ja unglaublich. Aber ich denke, man kann auch bestimmt hier die Handschreiber fragen, ob der den daran drückt. Denn ihr müsst wissen, so ein Schandauto hier, kannst du dich mal glatt stellen? Da. Das Schandauto hat einen ganz, ganz kurzen Radstand und kann sich hier fast auf der Stelle drehen. Also, das wäre schon einfacher gewesen. So, okay, jetzt warten wir aufs Abladen. Und dann wieder aufs Rausfahren. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier kommt. Staubsauger. Ein Staubsauger. Ja, schön sauber machen. Hier ist aber wirklich sauber. Guck mal, die machen das richtig schön sauber. Dann macht der diese ganzen Spuren immer da am Rand. Cool. Aber mächtig Krach macht das kleine Ding. Jetzt wieder raus. Kommst du alleine raus? Oder muss ich dabei helfen? Du denkst mal. Alter, was machen die Jungs, die hier alleine sind? Ist ja unglaublich. Was? Ja, mit kleineren Autos. Das stimmt. Ist ja echt der Wahnsinn. Life wasn't always
ist der Mann aus dem Untergrund. Und jetzt zeigt er sich wieder. Ich war auch im Untergrund. Alter Schwede. So, das eben wieder. Gabi, frag mich, was leicht ist. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Ich wollte euch mal was zeigen. Wir sind hier im Trailer-Yard von einer großen Firma in Mississauga. Aber ich wollte euch eigentlich das hier zeigen. Seht ihr das? Und meine Jacke hier mal wegnehmen. Das hier. Und das hier. Das wollte ich euch mal zeigen. Das steht auf meinem Bett seit Tagen. So eng musste ich hier schlafen. Ich konnte nicht mal mein Bett machen, weil ich keinen Platz dafür habe. Der ist auch wieder da, der Frankie. Hallo! The Gabi is back. Tag. The cameraman. Guten Tag. Woman. Guten Tag. Guten Tag, Frau Woman. Frau Kamerawoman. Ich bin noch mal kurz in Ruhe, ich hab doch mal was zu tun. Ja, ja, er ist schon wieder blöd. Du bist schon wieder blöd. Gut. Also das wollte ich euch zeigen. Und oh, das muss ich jetzt glatt mal heller machen hier, dass ihr seht, was er hier macht. Mit seiner Mütze. Er macht sich zum, wie heißt denn das? Zum Seemann. Hallo! Ja? Ahoi! Eieiei. Okay, also ich wollte euch das nur mal zeigen, was ich hier so die letzten 5 Tage, 6 Tage durchgemacht habe. Auf meinem Bett. Unglaublich, aber wahr. Aber nur noch heute. Und dann ist das enge Wohnen hier im Truck mit den Koffern erstmal vorbei. Ich zeige euch dann, warum. Hallo. Einziehen im Hotel. Boah. Kalt. Computer. Frühstücksraum. Soll sehr gut sein, laut Bewertungen. So, dann wollen wir mal sehen. Oh. Oh, draußen ist nicht so schön. Wo haben wir denn? 53. Was? Alter, da gibt es doch bestimmt noch einen anderen Eingang. 41, 44. Siehst du, kommen wir doch bestimmt hier rein. Eieieiei. 53. So, mal gucken. So. Na, das ist wie in dem Hotel auch. Bügeleisen, Extrakissen, Bügelbrett, die Betten. Oh! Wir sehen dich. Ich bin erkannt, na sowas. Ja, leider. Heute, nee, morgen nochmal. Fernsehen. Mikrowelle auf dem Tisch, das ist natürlich nicht so toll geregelt hier. Also, hey, hey, ja, er ist einfach mit Wärme, oh Mann, ja, das ist hier Nachbarhotel, so,
Badezimmer noch gucken. Dazu müsste ich aber erstmal hier was ablegen. So. Okay, jetzt gehen wir mal hier reingucken. Können Sie mal da rauskommen, junger Mann? Warum das denn? Weil ich da mal rein möchte. Blöd. Ich soll das nicht immer sagen, dass du blöd bist. Klug. Ja, du bist auch klug. Kinder, Badezimmer. Mit kleiner Wanne. Also ich würde da noch so ein bisschen reinpassen, aber Frankie, naja. Okay, also. Mit seiner Wanne? Ja, das ist alles ausreichend, würde ich einfach mal so sagen. Schön. Spiegel. Ja, das ist das Hotelzimmer, wo wir bis morgen Mittag, bis ich zum Flughafen gehe, drin verweile und Frankie dann morgen Abend auch nochmal. Und ja, wie ihr mitgekriegt habt, fliege ich alleine. Frankie bleibt hier. Leider. Aber er will es so. Ja, unser Truck kann ja nicht alleine fahren und Geld verdienen. Das geht nur, wenn er hier bleibt. Aber er möchte das auch. Er möchte gar nicht mit. Das werden wir dann wieder anders irgendwie regeln. So. Okay. Jetzt habt ihr das Hotelzimmer gesehen. Und so. Hier vom Hotel her bleibt mir nichts weiter mehr übrig, euch zu zeigen. Hier habt ihr alles sauber, ordentlich, völlig ausreichend. Hallo. Yes, please. Ist das ausreichend? Was? Das Zimmer. Da ist ein Bett, da kann man schlafen. Was willst du denn jetzt mehr? Das machen wir ja outside, oder? Den Rest machen wir outside. Was machst du denn da schon wieder? Ich habe ja probiert, ob das geht. Das funktioniert scheinbar. Was denn? Was funktioniert denn? Ach, was er hier schon wieder alles funktioniert, ausprobiert. Das ist noch mal online. Ja, ach so, Internet. Gut, prima. Ja, Leute. Ich werde heute hier nichts mehr weiter filmen. Ja, und wenn ich dann am Zielort angekommen bin, also morgen werde ich wahrscheinlich am Flughafen nochmal hier in Toronto nochmal anmachen. Und ja, ihr werdet sehen, wie es weitergeht. Okidoki. Frankie könnt da, ja, den werdet ihr morgen wahrscheinlich auch nochmal sehen. Aber trotzdem, falls nicht. Ich habe einen Frühstückskarten. Falls sie sich nicht mehr sehen. Wen? Jetzt musst du weinen. Ich weine gleich, weil ich dich. Wen sehe ich nicht mehr? Die Leute, ja, die sehen dich nicht mehr. Aber die Leute müssen weinen, weil sie mich nicht mehr sehen. So ist es. Das ist doch traurig. Echt? Ja. Ist nicht traurig. Du wirst die Leute schon unterhalten? Ja, ganz viel. Wenn ich in Deutschland bin, ja. Ganz viel. Genau, weil diese Filme, die jetzt hier so mit Fahren und Landschaft und Gucken und Kochen, na Kochen wird vielleicht doch noch sein, aber das wird natürlich nicht die nächste Zeit dann online kommen. Dann kommt von mir halt, ja, wo ich unterwegs bin in Deutschland. Okidoki. So, jetzt habe ich hier meine Arbeitsklamotten noch an. Und Frank will meine Schuhe jetzt wegschmeißen. Ich habe mir gerade neue gekauft. Und er hat gesagt, jetzt kommen die weg. Okidoki, wir sehen uns morgen.